Festspiele. Das nur dem Zeitlauf vorangesagt, was beileibe nicht vorausgeahnt war. Obwohl das Regime des Dritten Reiches in seinem ersten Triumphjahr 1933 genug Unheil bei uns angerichtet hatte und die Zündschnur für die Weltexplosion schon loste, war man im Vaterland und namentlich in der grünen Steiermark bestrebt, das Volk durch eigene Führung ergötzlich einzuspannen. Alle Gemeinden wurden aufgefordert, zugunsten des Grazer Kinderspitals und zu Ehren des Weiland Erzherzog Johann eine einträgliche Festlichkeit zu veranstalten. Für mich leibeigene Heimatdichterin kam nur ein Laienspiel in Betracht. Ich schrieb an Universitätsprofessor Viktor Ritter von Geramp als meinen Vetter x-mal ums Eck und seinen ersten Assistenten, den Erzherzog Johann Forscher Dr. Viktor Theiss, in familiärem Briefstil. Ich lasse mich jetzt in keine Galakutsche einspannen. Ich habe schwer Fuhrwerk. Dixi. Niemand hat mich daran erinnert. Ich bedachte von selber, dass ich steirische Ehrenpensionistin sei, von dieser Gnade lebe und drei alte Verwandte stützen müsse. Ich habe also das bald fällige Kapitel meiner Epik zum Laienspiel dramatisiert. Es war insofern leicht, als ich die Nachfahren jener guten alten Zeit greifbar bei der Hand hatte und sie gemäß ihrer Charakteranlage in Rollen verdichten konnte. Ich wähnte abermals, 2 Wochen würden für das Unternehmen genug sein. Es wurden, wenn ich auch den Abdruck mit einbeziehe, 2 Jahre. Die erste Fassung, bis auf wenige Einfügungen endgültig, gelang mir schnell. Ich schrieb den dritten Akt erst, während wir die beiden ersten Akte probten. Zum Termin Johannifest waren wir freilich noch nicht über das Gröbste hinaus. Die Uraufführung war Mitte August. Allein hätte ich meine Dichtung nie verwirklichen können. Ich hatte den denkbar besten Mitarbeiter, einen Lehrerkollegen aus meiner aktiven Dienstzeit, Hans Moser, selber ein Ausseher Mundartdichter und im Privatleben durchaus nicht immer gleicher Meinung mit mir, hat als einfühlsamer Spielleiter, ich sage es dankbar, eine Höchstleistung vollbracht. Denn die Inszenierung aus Nichts war, auch technisch gesehen, eine Kunst für sich. Er verstand einfach alles und leitete alles in die Wege, von den Beleuchtungsvarianten bis zum Wanderzirkus. Das Rollenstudium hatten wir uns geteilt und jedes konnte sich auf ein Vierteljahrhundert öffentlicher Praxis berufen. Da wir früher schon Dilettantenaufführungen geleitet hatten, waren unsere Laien geschult von der Wiege bis zum Greisenalter, ja man könnte sagen bis zum Grabe. Als einer unserer besten Charakterdarsteller zwischen 2 Aufführungsterminen plötzlich starb, konnte ohne Schwierigkeiten ein anderer für ihn einspringen. Bei 70 Sprechern hatten wir noch über 200 Statisten, die sich die Anschaffung echter Trachten viel Geld kosten ließen. Der Anfang war freilich niederschmetternd schwer gewesen. Wiener Sommergäste, die aus den Fenstern schauten, haben gespöttelt, gelacht, kritisiert, um ein großes Ensemble überzeugen wollen, dass es himmelweit von Schauspielkunst entfernt sei, was berechtigt war. Wir mussten ja mit den Ungelernten die richtige Aussprache üben. Wir mussten 100-mal sagen, wohin jeder gehörte. Öffentlich gerügt begehrten erwachsene Laienspieler jeweils auf. Wenn ich in eifervollem Jähzorn ein paar Schülern die Freilichtbühne verleidet hatte, holte sie mein Kollege mit himmlischer Lehrergeduld wieder herbei. Jede Probe jeden Abend dauerte bis Mitternacht. Dann musste ich geschwind noch den Herrn Vater beschwichtigen. Er war ein Festspielgegner. Er sagte, für die Öbleiner arbeitest du und mich lässt du abhausen. Darauf sagte ich, Vater, ich bekomme ein Honorar 1000 Schilling. Das war in der guten alten Zeit, die sich allerdings verschlechtert hatte, schon ein großer Wechselwert. Als wohlmeinende Gegner meldeten sich meiner guten Freunde 3. Der Herr Doktor, ein Burschenschafter mit Schmiss, beanständete die schwarz-gelbe Fahne. Der Herr Pfarrer im Habit des heiligen Benedikt gab mir zu bedenken, dass die Heidenhymne jetzt das Deutschlandlied sei. Und drüben in Gstaad der Herr Graf, gewesener Marineur, äußerte, durch Hörensagen angeregt, ernste künstlerische Bedenken. Er nehme, redete er mir gut zu, dem Maßstab an den Festspielen vieler Völker, die auf seinen Meerfahrten gesehen habe.
Ich solle um Gottes Willen nicht meinen guten Namen mit solchem Dilettantismus aufs Spiel setzen. Keine Sorge, sagte ich, dreimal unbelehrbar und dreifach zuversichtlich. Die Hochzeit findet statt. Zur Generalprobe erschien die ganze aristokratische Haute Volée. Pater Gottfried bewirtete erwachte Spieler mit seinem besten Hollerschnaps und Dr. Schatzenberger ging mit seiner stattlichen Frau feierlich ergriffen im Brautzug der Patrizier. Als der Nachtwächter nach seinem Gesang zum Friedhof zurückging, erhob sich im Schutz der Pfarrhofmauer unser Vater auf zwei Stöcken aus seinem rot gepolsterten Bischofsstuhl und sagte mit zuckenden Bartlippen: Paula, sehr schön. Der Graf Coloredo, ein Mann von höchstem Herzensadel, mit dem ich eine große lebenslängliche Vertrauensfreundschaft verband, gratulierte mir erst einmal mit einem schlichten Händedruck. Seine blauen Augen waren von ein paar Tränen noch blauer, als er schließlich sagte: Ich muss Sie um Verzeihung bitten. Wie schad, wenn Sie auf mich gehört hätten. Im nächsten Jahr 1937 wurde das Spiel vor vielen Ehrengästen und unzähligen Gästen wieder aufgeführt. Es kriselte schon sehr in Österreich und im Heimathaus. Ich hatte, abgesehen von meinem Dienst für den Fremdenverkehr, den ganzen traurigen Verfall des Familienbesitzes und der Krankenpflege auf meinen Dichterschultern. Onkel Fritz und Tante Juli waren verzweifelt, weil die gültig abgeschlossene Pensionsversicherung nicht funktionierte. Vater klagte nie, doch er quälte sich und mich mit grausamen Drohungen und Vorwürfen. In der Hauptsache, weil ich ihm weder Honorare noch die fest versprochenen 1000 Festspielschilling bieten konnte. Es war bei der Abrechnung nichts für mich und meinen Spielleiter übrig geblieben. Dass mir mein Schulkamerad, der Bürgermeister Neuper, den Betrag auf Raten lieh, konnte uns letztlich auch nicht mehr helfen. Onkel Fritz, der rund 50 Jahre lang große Ziffern auf der Soll- und Habenseite in Ordnung gebracht hatte, lachte ob der vermissten Eins mit paar Nullen nur noch pathetisch auf. Er hatte keine politischen Hoffnungen. Die Gläubiger bedrängten mich, die nach dem Tod meiner Mutter die ganze Erbschaft den Kindern und meiner Schwester zugedacht hatte. Die Käufer ins B rechneten mit einer Versteigerung. So ließ man uns Zeit. Genau wie der große Gläubiger der großdeutschen Ideologie unserer vaterländischen Front noch Zeit ließ. Ich musste zur Vollrealistin werden. Denn auch die Grimmingtor-Schätze versiegten, weil man Verlegerschwierigkeiten hatte. Und mit unserem Wohlstand und Kredit ging es schon bedenklich abwärts, als die Heimat von der Heimatdichterin wieder das Festspiel verlangte. Ernst ist das Leben, heiter die Kunst. Das Sprichwort hat sich in diesen aufreibenden Dienstjahren mehr denn je bestätigt. Ich konnte dem Dorf, das ich durch eine Wiederholung bei weniger Spesen und geringeren Strapazen sicheren Erfolg und gute Geschäfte versprach, den Wunsch nicht abschlagen, nur weil unsere Familie durch den wirtschaftlichen Niedergang schon hoffnungslos war. Zudem hatte ich vom Land einen Ehrensold zu erwarten. Ich sagte also trotz Pflegepflichten, Geldsorgen und Haus ohne Hausgehilfin willig, ja. Und siehe, die heitere Kunst hat den dreifachen Ernst überwogen. Das Festspiel erregte Aufsehen, auch weil es über den Winter umgearbeitet, um Szenen vervollkommnet, nun endgültig als Buch im Verlag Dürre erschienen war. Wir bekamen durch die Gunst von Anna Mautner, der Witwe des leider viel zu früh verstorbenen hochverdienten Volkssturmforschers Konrad Mautner und von Schuldirektor Hans Gilge sehr kostbare Trachten aus der wohlbehüteten Ausseher-Sammlung. Was noch abging, stifteten die Frauen aus ihrer Sparkasse. Die Männer ließen Wirtshaus, Politik und Streit beiseite. Die Schulkinder waren das Entzücken aller Zuschauer. Und der Spatzenschrick, ein debiler Armenhäusler, hauptberuflich Straßenputzer, spielte auch vor dem sommerlichen Allerweltspublikum diese Rolle bewundernswert. Übrigens konnte er bereits den ganzen Text aufsagen. Manchmal war er Einsager. Bei jeder Aufführung raufte sich das Volk um die 1000 Karten. Wenn es ein Spiel verregnete, hielt Publikum und Ensemble sesshaft bzw. standhaft durch. Die Farbaufnahmen unserer Dorfhochzeit erschienen bereits gedruckt in einem amerikanischen Magazin. So berühmt waren wir Öblerner.
Nur die Deutschen des Dritten Reiches durften das Laienspiel von Prinzen Johann, dem ehemaligen deutschen Reichsverweser, nicht sehen. Es war die 1000-Mark-Sperre. Dafür gab die Vaterländische Front ein Lebenszeichen aus Wien. Ich war dort nicht persona grata, weil ich, wie gesagt, so freiheitlich war, dass ich nicht einmal mit den Liberalen ging. Vom Ersten Weltkrieg her hatte das Soldatentum für mich einen Lorbeerkranz mit schwarzer Schleife. Aber Soldatin wollte ich nicht werden. Die kleinen Frontler drohten schon gefährlich. Man werde mir die Gnadenpension streichen. Bundeskanzler Dr. Schuschnigg war sehr loyal. Er wusste von mir, dass meine Heimatkünstler zu 70% illegal waren und hatte trotzdem seinen Besuch in einem sehr liebenswürdigen Brief an mich zugesagt. Ich hatte ihn nämlich auf Wunsch der Landesregierung eingeladen und dabei ein ehrliches politisches Bekenntnis abgelegt. Soviel ich mich erinnere, kaufte das neue Leben der Kulturbund der Vaterländischen Front mindestens eine halbe Vorstellung auf. Meine Illegalen, besonders der Bader Gasteiger, ein historischer Revolutionär, der das Jahr 1848 im Auge hatte, übte seinen Feuergeist bereits in Brandreden. Und sein ganzer Anhang verschwor sich nicht etwa geheim für einen Putsch mit Papierböllern, was die Vaterlandstreuen aus gleichem Holz gewachsenen zu schwarz-roten Mobilmachung zwang. Wiederum kam Pater Gottfried, diesmal auf Krankenbesuch zu Vater, und warnte mich: Fräulein, geben Sie das Spiel auf. Mit unseren Enstalern ist nicht zu spaßen, drohte auch der Dr. Schatzenberger, als er zur Visite kam. Ich blieb fest. Ich sagte mit fröhlicher Zuversicht: Nur keine Angst, ich trau mich schon. In einer der letzten Proben hielt ich vor meinen Heimatkünstlern eine Ansprache ungefähr des Inhalts. Seid vernünftig, meine Herren Revoluzzer. Macht aus dem Festspiel kein Trauerspiel. Zeigt den Wienern lieber, was ein Dorf in Eintracht zusammenbringt. Eure politischen Fäuste machen nicht den erwünschten Eindruck, wohl aber eure Glanzleistung. Drum vergesst die Gegenwart. Ihr seid jetzt eure leibhaftigen Vorfahren und über 150 Jahre alt. Ich möchte gern auf Sie und auf euch stolz sein. Die 70% Braunen gelobten mir Friedfertigkeit und keiner brach sein Wort. Berthe C., meine Freundin und Helferin durch dick und dünn, kramte aus einer Gestattertruhe die schwarz-gelbe Habsburger Fahne. Nun wehte sie vom Dach des Forstdammes wieder zu Ehren des Prinzen Johann. Die Hochzeiter, die Herrschaften, die Patrizier, Bürger, Bauern, Jäger, Holzknechte und Knappen fanden sich im Spiegel wieder. Den größten Beifall erntete, was neu war, das Zirkusgespann mit dem ausgestopften Krokodil auf dem Blachendach. Die Wiener waren von den Öblanern über die Maßen begeistert. Als die Volkshymne gespielt wurde, standen wir auf. Und Gottvater, der die Welt überblickt und regiert, hat wohl allwissend in die Zukunft geschaut, indes die alten Idealisten an die österreichische Monarchie dachten und die Jungen an das Großdeutsche Reich. Bundeskanzler Dr. Schuschnigg, dessen Auto schon angesagt war, ist nicht gekommen, weil man ihm versichert hatte, es werde bei dieser Aufführung mörderisch zugehen. Für mich hatte die Galavorstellung ein Nachspiel. Ich bekam vom neuen Leben ein begeistertes Beifallsschreiben und den Antrag, mein Festspiel der Vaterländischen Kulturvereinigung zu überlassen. Als Honorar bekäme ich den Staatspreis. Abermal 1000 Sterntaler schwebten im Himmel. Sie wurden zur Luft, weil ich freundlich geantwortet hatte. Kaufen möchte ich mir den Staatspreis nicht. Höflich und duldsam. Wie Österreich trotz Faschismus war, hatte man auf den Handel verzichtet und mir das Verdienstkreuz für Kunst und Wissenschaft verliehen. Auf dem Weg zur Ehrung hat mich Dr. Guido Zernatter noch fürsorglich gefragt, ob ich vielleicht lieber den Professortitel hätte. Oh nein, habe ich schlicht und bescheiden geantwortet. Da Politiker selten Gedankenleser sind, konnte er nicht wissen, dass mir von allen guten Gaben ein Honorar in Stille am nötigsten gewesen wäre.